bitte nochmal. Komm schon, lass mich nicht warten. Mach dein Ding. Entschuldigen Sie, bitte. Würden Sie uns einen Moment Ihrer Zeit schenken? Worum geht's? Ärger, sei der Ärger. Worauf ist, ist ein Magas. Kannst du reden? Es ist wichtig. Was ist wichtig? Ich habe vielleicht eine Lösung für unser gemeinsames Problem. Ich habe Kontakt zu einem alten Freund von Arasaka aufgenommen. Er ist gerade hier in Night City und kennt einige ziemlich einflussreiche Leute. Alter Freund, einflussreiche Leute. Warum so geheimnisvoll? Komm zum Punkt. Ich hab dir mal gesagt, ich würde an viele Türen klopfen, wenn's sein muss. Wir können uns treffen. Du, ich und der besagte Freund. Du sagst ihm, was du mir gesagt hast. Was wirklich im Kompeki Plaza passiert ist. Es wird schwer sein, ihn zu überzeugen. Aber es wäre ein Anfang. Na gut. Wo und wann treffen wir uns? Japantown. Wenn's dunkel ist, ich schick dir den genauen Standort. Wir sehen uns dort. Ich habe irgendwas total Witziges gesehen. Ich gebe zu, der Ort hat was Besonderes. Ist das hier mehr nach deinem Geschmack als das Klotz? Hey, wenigstens weiß man hier, was man kriegt. Du Arschloch! Du hat dich gratis gechippt! Scheiße, echt? Sie, Standardausstattung, aber es funktioniert. Wollte er nicht kein Geld? Nada? Leon, was haben wir denn hier? Du bist ja mal ein leckeres Ding. Wenn du Befriedigung suchst, könnte ich dein Mann sein. Ich habe was zu erledigen. Deshalb bin ich hier.
Also lass mich durch. Fick dich selbst und wir sind beide glücklich und zufrieden. Wieso gleich so gereizt? Ich hab doch nur Spaß gemacht. Schon gut. Lass sie durch, Sludge. Hey, fass sie nicht an! Ich hab keinen Schiss vor deinem mickrigen Arsch. Wirst du aber, wenn jede Mox der Stadt in diesem Drecksloch aufkreuzt. Wenn du eine Geldforderung hast, dann geh vor Gericht, du Schlappschwanz. Und lass mich in Ruhe! Schon klar, jeder Wie? Hat... Wie? Hey. Zahl mir deine Schulden zurück und du kannst dich in sonnigere Gefilde. Hallo? Stell dich gefälligst an! Hey, verdränge dich nicht. Pflanz deinen Arsch hin und warte, bis du dran bist! Was ist mit dir los? Schön, ein vertrautes Gesicht zu sehen. Ich mach mir solche Sorgen um sie wie... Wusste nicht, dass was passiert ist. Wir finden sie schon, ganz sicher. Schon mit Fingers geredet? Schön wär's. Bei dem wartet man länger als bei den besten Ärzten der Stadt. Wir werden ewig hier warten, ich weiß das. Vielleicht kannst du mit einem der Mädels reden, ob wir vor können. Warum ich? Ich glaub nicht, dass sie mich mögen. Versuch's einfach. Oder schlag was Besseres vor. Meinst du, die halten Evelyn hier irgendwo fest? Dann würden wir sie wenigstens so schnell wie möglich finden. Andererseits, hoffentlich nicht. Wer weiß, was dieser kranke Penner mit ihr angestellt hätte. Hast du hier eine Frau mit blauen Haaren gesehen? Hat sie einen Puppenchip? Ja, ich glaube, ich weiß, wen du meinst. Fingers hat auf jeden Fall an ihr gearbeitet. Ist sie noch hier? Keine Ahnung, musst du ihn fragen. Meine Freundin hier, sie ist in echt dreckiger Verfassung. Können wir vor? Ausnahmsweise. Klar, Süße. Geht ruhig vor. Hey, hey, Moment mal, langsam. Der ging's doch immer noch gut. Hat ihren Stolz, lässt sich ungern was anmerken. Jetzt mach mal los, komm, gehen wir. Neuen Mund auf. Wie sieht's jetzt aus? Alles ist so verschwommen. Die letzte Besitzerin der Gesichtsplatte hatte ein längeres Gesicht. Die Ränder ziehen an deinen Sehnen. Ich glaube, wir können. Keine Sorge. Gehen wir rein? Wirst dich dran gewöhnen. Irgendwo. Ja, bitte? Wie kann ich helfen? Hast du eine Minute Zeit? Eine Minute. Das ist alles? Deine saftigen Lippen könnte ich stundenlang, ach was, tagelang angucken. Aber ich hab zu tun. Seid ihr Tiger Claws? Ich hab all meine Schulden bezahlt. Wir sind Mox. Mox? Sag das doch gleich. Also, was führt euch her? Wissen diese Mädchen, dass du defekte Implantate einbaust? Du nennst sie defekt. Ich nenne sie die Besten, die sie kriegen können. Hm? Was kriegst du dafür? Was immer sie mir bieten können. Und sie haben immer irgendwas zu bieten. Du bist so ein Drecksack. Abschaum! Was wollt ihr zwei? Evelyn Parker. Ich muss sie finden. Bitte, kommt in mein Büro. Hier kommen so viele Mädchen vorbei. So viele. Aber sagen wir so, ich widme mich mit Leib und Seele jeder einzelnen von ihnen. Da kannst du jeden fragen. Ich bin doch kein Metzger. Ich weiß, was ich tue und ich weiß, was die Leute wollen. Umschmeichelt, gelobt und gestreichelt werden. Sich fühlen, als ob sie etwas wert sind. Natürlich, ich kann mich nicht an alles und jeden erinnern.
Nicht mal ein... Und jetzt such in deinem Gedächtnis nach Antworten. Sonst sorg ich dafür, dass du mein Gesicht nie vergisst. Zwei Biefer aus einem BT-Studio haben sie. Ich kenne nicht mal ihren Namen. Bitte, bitte. Sie haben was von einer Motte geredet. Virtus mit der Todesmotte. Meinten, sie wäre gut für die Motte. Ich brauche frische Luft. Bin draußen. Ich habe sie zurück ins Clouds gehen lassen. Ich hätte sie aufhalten sollen. Keine Angst, wir finden sie. Ganz sicher. Wir finden nur, was von ihrem zerstückelten Körper übrig ist. Hey, reiß dich zusammen. Willst du jetzt aufgeben? Nein. Unsere einzige Spur ist ein XBD. Wohin führt uns das? Und wir wissen, dass es was mit dem Todesmottensiegel zu tun hat. Besser als nichts. Ich raff deinen Optimismus nicht. Klingt immer noch, als hätten wir nichts. Sagt dir das Todesmottensiegel was? Irgendwas, egal wie unwichtig es scheint. Hör zu, in dieser Branche ist die Nachfrage für alle möglichen Fetische da. Und das grenzenlos. Aber XBD-Macher würden ständig den Standort wechseln. Und das macht es schwieriger, sie zu fassen. Wir müssen rausfinden, wo sie das Zeug drehen. Muss irgendein dreckiges Loch sein. Die werden wohl kaum ein Studio haben. Ja, sicher irgendwas Ruhiges, Abgelegenes. Vielleicht entdecken wir was in einer ihrer Virtus, was uns auf ihre Spur führt. Dann müssten das echte Vollidioten sein. Hast du eine bessere Idee? Hab ich. Eine Domain namens Pleasures of Night City. Gibt einen Ableger davon im Darknet. Da findet sich alles Mögliche. Vielleicht stoßen wir ja auf was Nützliches. Lass mich einen Moment nachdenken. Die Darknet-Domain ist die beste Spur. Halten wir uns an deinen Plan. Gut. Hoffentlich kannst du was Nützliches ausgraben. Ich warte im Van. Suche nach Rohmaterial, ungefiltert. Ich komme ein andermal wieder. Kannst kaum erwarten. Was ist mit dir? Kaufst du was oder willst du nur wie ein Undercover-Bulle rumstehen?
Ich suche BDs, der besonderen Art. Besonders? Bist du ein Bulle? Wenn ich eine Bulette wäre, würde ich dich jetzt schon für den letzten Verkauf abführen. Schon gut, schon gut. Man kann nie zu vorsichtig sein. Was willst du? Gib mir das Beste vom Besten. Was mit der Todesmotte? Hab's mit einer Feinschmeckerin zu tun. Todesmotte kostet aber ordentlich. Wie steht's um einen Neukundenrabatt? Rabatt gibt's nur für Stammkunden. Wenn du pleite bist, verpiss dich! Hast du was Interessantes für mich? War mir ein Vergnügen. Steig ein. Lass mich alles vorbereiten, aber setz das Headset richtig auf. Sieh es dir an, ich editiere in Echtzeit. Solide Links-Rechts-Kombo. Kann losgehen. Beschreib mir alles. Vielleicht bemerkst du was, was ich übersehen kann. Arme Sau. Die Skeff-Frau. Wer hätte gedacht, dass die auch Expedis drehen und nicht nur Leute ausweiden? Dieses Sünd-Kaffee-Aroma schlägt nichts. Billig Scheiß. Und kalt. Mhm. Backe-Slice. Gewöhnliche Kiste. Decker Tanaka & Rogers Logo. Normal für einen Müllhaufen. Electric Corp Logo auf den Overalls.
Muss ein Scav sein, sonst zieht sich niemand so an. Vor kurzem bestellt. Der Kaffee war kalt, vielleicht ein Tag alt. Aber die Pizza sah frisch aus. Also? Also kaufen sie regelmäßig bei Backeslice. Was man nicht wegen des tollen Geschmacks oder der frischen Zutaten macht. Niemand schleppt eine Pizza, die nach Styropor schmeckt, durch die halbe Stadt. Okay, wir suchen nach einem Electric Corp Kraftwerk bei einem Backeslice. EC hatte mal ein riesiges Gelände in Charter Hill. Backeslice gibt's da auch. Aber bist du dir sicher? Gott, ist das heiß. Temperaturwerte sind abnormal. Such weiter. Okay, also ein altes Electric Corp Kraftwerk in Charter Hill. Das muss erstmal reichen. Mehr kriegen wir hier nicht mehr raus. Los, wir müssen dahin. Ja, fahren wir zusammen? Okay, auf geht's. Dann mal los. Die Bilder nicht los. Aus der Todesmotten-Virtu, die wir gesehen haben. Wenn alles, was die aufnehmen, Snuff ist, dann... Sag's nicht. Die müssten total bescheuert sein, um F für sowas zu verschwenden. Wie meinst du das? Wir reden von einem Mädchen, das nicht nur ein Vollprofi ist, sondern sogar ein Puppenimplantat hat. Ich meine, sowas findet man nicht an jeder Straßenecke.
da wären wir. Gehen wir rein? Such nach einem Eingang. Ich bleibe hier und scanne im Subnet nach Bauplänen für die Anlage. Vielleicht finde ich ja was. Ich komme nach, sobald ich was hab. Bis dahin bleiben wir per Holo in Kontakt. Okay, dann mal los. Und mache nichts, als das Kisten zu schleppen. Hab Schüsse gehört. Lebst du noch? Ja, keine Zeit hier rumzuschleichen. Vorwärts! Weg runtergefunden. Siehst du meine Position? Yep, bin sofort da. Warte auf mich. Wie, warte. Ich bin ganz nah. Bin da. Wir müssen zum Untergeschoss 2. Ich wette, da halten sie sie fest. Hörst du das? Dieses Hemd. Das kenne ich.
schnitzt dir die Lichter auf! Wartungsraum zu sein. Mal sehen, was ich da finde. Was zum Teufel? Ah! Haben ihre Implantate rausgerissen. Und wo sie schon dabei waren, auch gleich noch ein paar Organe. Wie äußerst effizient. Egal wie viele man zerquetscht, es kriechen immer irgendwo noch mehr von ihnen rum. Hattest wohl schon das Vergnügen mit welchen? Warum? Leid. Weil wir nicht den ganzen Tag draußen im Regen stehen dürfen. Ja, das ist echt scheiße, Mann. Nein, ich hasse es, dass ihr alle dumm wie Brot seid. Die Tür ist da drüben. Geh! Am Studio, glaube ich. Hast du was gefunden? Hab den Aufzug gesäubert, damit wir leichter rauskommen. Das ist Evelyn. Fass sie bloß nicht an! Falls sie gerade aufnimmt, schadet das ihrem Gehirn. Lass mich erst ihren Link trennen. Ich sehe sie. Und das Kabel. Sag Bescheid, bevor du es rausziehst. Dann unterbreche ich gleichzeitig die Verbindung. Okay, dann mal los. Okay, los geht's. Mach dich bereit. Jetzt! Go.
Gott sei Dank. Ev? Evelyn, hörst du mich? Hey, Evelyn. Ich muss wissen, wer dich angeheuert hat. Ist das dein Ernst, Vee? Du willst das jetzt machen? Bringen wir sie in Sicherheit. Und zwar schnell. Wo lang? Ich habe die Türen versiegelt und die Aufzüge mit Strom versorgt. Na dann zu den Aufzügen. Komm schon, ist doch nicht so schwer. Bitte, nur eine. Für mich. Schon gut, wie du willst. Rauch, bis deine Lungen platzen. Oh, endlich was Besseres als die Abgase und der Gestank der Stadt. Gib zu, du fühlst das auch? Gehen wir rein. Willst du Wurzeln schlagen? Hab diesen Horrortrip nicht auf mich aufgenommen, um vor einer Tür zu stehen. Sie schläft. Glaub ich zumindest. Ihre Augen sind geschlossen und sie hat aufgehört zu zittern. Wenn sie mir nicht so leid täte, hätte ich sie schon längst getötet. Du bist sauer auf sie? Warum? Als du meintest, ich soll ihren Verhaltenschip durchsuchen, hatte ich echt schon die Schnauze voll von deinem Scheiß. Judy, mir blieb keine... Ich weiß. Schon gut. Dann verstehe ich nicht, warum... Das verstehst du gleich. Ich zeig dir die Virtu, die ich gefunden habe. Okay, lass mal sehen. Warte, ich muss die Parameter einstellen. Schätze, jetzt finden wir raus, ob unsere Puppe echt durchgeknallt ist. Komm schon, wie... Setz dich. Okay, lass laufen. Die Dateien waren stark beschädigt, kaum zu editieren. Bin froh, dass du überhaupt was retten konntest. Das Laden dauert ein bisschen. Die Qualität ist mies, aber ich habe mein Bestes getan. Wonach suchen wir? Jedes Stück Tech? Die Sicherheitssysteme? Wir brauchen einen Plan des ganzen Raums. Wir holen alles, was wir brauchen, selbst aus der Virtu. Und seine Nachrichten? Nur, wenn du das drauf hast, Parfait-Bré. Das Wichtigste ist, dass er keinen Verdacht schöpft. Sei so entspannt wie immer. Und... wenn er selbst anfängt, vom Biochip zu reden, sollte ich dann vielleicht darauf... Biochip? Wo hast du davon gehört? Das hat dich nicht zu interessieren. Du drehst die Virtu, du kommst zurück. Wir geben dir die Eddies. Das ist dein einziger Job. Der Rest geht dich nichts an. Verstanden? Zieh dich ruhig um, wenn du willst. Na, Jeff. Ich kann ihr Gesicht nicht sehen. Normalerweise ist so eine Verschlüsselung leicht zu knacken. Aber nicht dieses Mal. Wer auch immer sie ist, sie hat verdammt gute Netrunner-Skills. Entweder das, oder jemand hilft ihr. Ist vielleicht nicht wichtig. Vielleicht. Aber sie sind alle aus Pacifica. Das grenzt immerhin unsere Suche ein.
Die kommen mir bekannt vor. Was ist das? Weave-Markierungen. Kennst du dich mit denen aus? Nicht gut genug, um zu verstehen, was sie bedeuten. Hab aber eine Idee, wer sie benutzen könnte. Wer denn? Vielleicht die Voodoo-Boys. Ist aber nur eine Überlegung, bin mir nicht sicher. Diese unheimlichen Netrunner? Die sind nicht leicht zu finden. Wüsste nicht, wo ich anfangen soll. Und jetzt? Sieht aus, als würde ich einen Ausflug nach Pacifica machen. Okay, ich glaube, wir haben alles. Was denkst du? Anscheinend hat Evelyn uns nie die ganze Wahrheit gesagt. Ach was, wenn ich nur gewusst hätte, in was für eine Scheiße sie sich geritten hat. Ich bin so wütend auf sie! Ihr Job war nur, eine Virtu aufzunehmen. Verdammt beeindruckend, dass sie einen kompletten Überfall auf die Beine gestellt und ihre Auftraggeberin den Biochip weggeschnappt hat. Dafür brauchte sie euch. Darum hat sie euch angeheuert. Sie hat sich das alles selbst eingebrockt. Und dir. Da ist noch eine Aufnahme. Willst du sie sehen? Klar, warum nicht? Mich kann mittlerweile nichts mehr überraschen. Oui, mais allez. On te garde raison, mais c'est tout intelligent pour ça. Voici bien. Mangez pas enragé. En plus, c'est bien bon moyen nous gagnons pour nous rêver sur Yurino. On prend chance là. Vous avez une bonne idée? Très bien. Si vous décidez, c'est pas critiqué, ça me passe. Elle continue le travail. Was spricht sie für eine Sprache? Weiß nicht. Haitianisches Kreol? Es sind die Voodoo Boys. Hatte ich nicht. Moment, lass mich nach einem Echtzeitübersetzer suchen. Ja, du kannst dabei versuchen, dich auf die Telefonfrequenz abzustimmen. Mal sehen, was das andere Ende zu sagen hat. Geschafft. Noch eine Sekunde. Sie haben Yurinobu erwähnt. Sicher hat Evelyn die Aufnahme deshalb so gut versteckt. Da war noch ein Name. Klang wie Silverhand. Wir müssen herausfinden, was sie sagen. Könnte wichtig sein. Gut. Ich habe gerade das Echtzeitübersetzungstool gefunden. Sollte mit deinem System kompatibel sein. Ich installiere es jetzt. Oui, mais allez. On te garde raison, mais c'est tout intelligent pour ça. Voyez bien. Vous pensez, mademoiselle, a fait un problème? Mangez pas enragé. En plus, c'est le bon moyen nous gagnons pour nous rêver sur Yurino. On prend chance là. Moi, t'as un mec, même j'ai un verre. Qui s'il veut amener nous direct sous halt? Vous gagnez plus bonne idée? Okay, Judy, das reicht. Okay, ich trenne die Verbindung. Ich verstehe das nicht. Was hat das mit Johnny Silverhand zu tun? Der ist schon vor Ewigkeiten gestorben. Wie? Hast du eine Idee? Auf den Biochip, den wir gestohlen haben, war Silverhands Engramm gebrannt worden. Engramm? Ein digitalisiertes Persönlichkeitskonstrukt. Ich brauche einen Moment allein, ja? Muss ein paar Sachen in meinem Kopf sortieren. Na klar. Was könnten diese Leute von Alt wollen? Woher soll ich das wissen? Du hast gar keine Idee?
So oder so führt die Spur zu diesem Netrunner. Sie zu finden hat oberste Priorität. Wenn sie so viel über den Chip weiß, wie ich glaube, kann sie uns vielleicht helfen. Du meintest doch, uns kann nichts helfen. Na, such einfach diesen Juju-Kabelfreak, okay? Warte, hast du überhaupt eine Idee, wie du die Voodoo-Boys erreichst? Ich höre mich mal um, werde ein paar Anrufe machen. Sagen wir so, die Voodoo-Boys würden sogar einer streunenden Katze in ihrem Revier misstrauen. Aber irgendjemand muss was wissen. Na dann, viel Glück. Hoffentlich brauchst du es nicht. Danke, Judy. Nein, wie? Ich hab zu danken. Du bist ein guter Mensch. Evelyn konnte nie den wahren Charakter von Menschen lesen. Hätte sie die Möglichkeit gehabt, dich kennenzulernen, dann... Wer weiß, vielleicht wäre dann alles anders gekommen.